Salam alaikum, meine Lieben. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute kochen wir chinesische Nudelpfanne auf meine Art. Das ist ein Gericht, das man kochen kann, wenn es richtig schnell gehen soll. Und es schmeckt auch fast jedem gut, dieses Gericht. Und da sind der Fantasie einfach keine Grenzen gesetzt. Man kann da einfach nehmen an Gemüse, was man gerade vorrätig hat. Man braucht eben nur diese chinesischen Nudeln, etwas Fleisch als auch verschiedene Gemüsesorten. Fangen damit an, indem wir 200 Gramm geschnetzeltes vom Hähnchen so lange anbraten, bis es weiß sein wird. Und dann werden wir auch schon ein Päckchen Buttergemüse hinzugeben. Das findet man in jedem Supermarkt und das hat den Vorteil, dass es diese leckere Kräuterbutter schon da drin hat. Die gibt dem Ganzen schon seinen eigenen Geschmack. Als auch, dass es aus verschiedenen farbigen, leckeren Gemüse besteht, das fürs Auge halt sehr schön aussieht. Dann geben wir Spinat und Spitzpaprika hinzu. Und hier noch die gefrorene Zucchini, die ich noch vom Sommer gefroren hatte, als auch Frühlingszwiebeln. Man kann also theoretisch wirklich jede Art von Gemüse für dieses Gericht verwenden, was man eben zu Hause gerade vorrätig hat, sei es frisches oder auch gefrorenes Gemüse. Schön wäre es dabei, wenn das Gemüse verschiedene Farben hat, das sieht dann einfach fürs Auge sehr viel schöner aus und das Auge isst ja bekanntlich mit. So, wir geben jetzt schon die Gewürze hinzu. Wir haben hier 1,5 Teelöffel Natursalz, Chili nach Geschmack, 2 gehäufte Teelöffel Gemüsebrühe und einen gehäuften Teelöffel Currypulver. Das ist alles, was wir an Gewürzen für dieses Gericht benötigen. Die Gemüsebrühe und der Curry zusammen geben dem Ganzen einen sehr leckeren, relativ exotischen Geschmack. Dann braten wir eine Weile lang weiter und dann geben wir auch schon hier die Sojasauce hinzu, etwa 2 Esslöffel, als auch 2 Esslöffel von dieser Maggi-Würze. Das ist alles, was wir an Gewürzen für dieses Gericht benutzen. Und dann braten wir das Gemüse jetzt auf großer Flamme fortwährend so lange weiter, bis sämtliches Wasser am Ende verdunstet sein wird. Währenddessen werden wir jetzt die chinesischen Nudeln schon mal kochen. Wir geben 3 solche Quadrate in kochendes Wasser und würzen dieses noch mit einem Teelöffel Himalaya-Salz. Wie gesagt, das Natursalz ist immer besser als das raffinierte Salz. Jetzt kochen die Nudeln, bis sie gar sein werden und währenddessen braten wir immer weiter, die ganze Zeit auf großer Flamme, bis letztendlich eben wirklich alles Wasser verdampft sein wird. Und das wird dann auch der Zeitpunkt sein, wo das Gemüse dann gar sein wird. Die Nudeln sind inzwischen jetzt gar, das geht ja einmal sehr schnell bei den chinesischen Nudeln. Wir tropfen sie ab, also wir gießen sie ab in ein Sieb. Und jetzt sehen wir auch, dass das Gemüse inzwischen schon fertig ist, denn das Wasser ist jetzt gänzlich verdampft. Und dann können wir auch schon die fertig gekochten chinesischen Nudeln hinzugeben. Diese jetzt gut mit dem Gemüse vermischen und dann ist das Gericht auch fast schon fertig. Alle 3 Zutaten werden jetzt nochmal gründlich vermischt, also das Fleisch, was inzwischen zart gekocht ist, das Gemüse, das gar ist, als auch die chinesischen Nudeln. Und dann sind wir auch schon fertig mit diesem leckeren Gericht. Wir können das jetzt auch schon servieren. Wir geben ein paar Schöpflöffel auf den Teller davon und ihr seht, wie lecker das aussieht. Und es schmeckt halt auch genauso lecker, wie es aussieht, mashallah. Und dieses Gericht kann man immer kochen, wenn es einfach sehr schnell gehen soll. Und es schmeckt auch jedem immer lecker, sieht auch lecker aus. Von daher ist es ein wirklich praktisches, schnell zuzubereitendes Gericht. Und hier sind auch der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Man kann wirklich da alles an Gemüse nehmen, was man zu Hause vorrätig hat. Und dieses Gericht auf kurzer Zeit zaubern. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen, viel Erfolg dabei. Inshallah schmeckt es euch auch so gut wie uns. Und dann sehen wir uns inshallah wieder das nächste Mal. Ich freue mich über ein Feedback von euch. Und wenn ihr mir einen Daumen hoch geben könnt. Liebe Grüße, eure Mariam. Salam alaikum.